Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im NOC-Studio und heute zeige ich euch die Classic Army PX9. Wenn ihr auf der Suche nach einer Waffe für CQB, also im Gebäude, seid, dann empfehle ich euch etwas Kompaktes. Ich persönlich spiele am liebsten mit einer Pistole. Kompakter geht nicht. Eine Pistole ist sehr handlich, sehr klein und ihr könnt damit besser um die Ecken pieken. Aber eine Pistole hat auch Nachteile. Man kann nicht an jeder Pistole ein Leuchtpunktvisier befestigen und allgemein ist der Platz für taktisches Equipment sehr begrenzt. Ich zum Beispiel brauche Platz für eine Selfie-Cam, für eine Scope-Cam, für die Powerbank, für die Scope-Cam. Aber wenn ihr nicht aufnehmt, dann wird es für euch weniger ein Problem sein. Ein Nachteil, der euch vielleicht betrifft, ist die Magazingröße. Die CM030 hat zum Beispiel nur 28 Schuss in einem Magazin. Wenn ihr die spielt, dann empfehle ich euch die High Caps mit 90 Schuss. 90 BBs sind aber auch schon das Maximum für AIPs. Und wenn ihr High Caps benutzt, dann denkt dran, den Mod zu machen, sonst spucken die Mags die BBs aus. Aber ihr müsst bedenken, ihr spielt gegen Leute mit Mid-Caps mit 190 Schuss oder mit High-Caps mit 450 Schuss. Und wie wir heute sehen, gibt es sogar Drum-Mags mit 1200 Schuss. Die PX9, die ich euch jetzt gleich zeige, die wäre das nächstgrößere nach einer Pistole, die ich euch empfehlen würde. Sie ist größer als eine Pistole, aber immer noch sehr kompakt und gut geeignet für CQB. Sie hat genug Platz, selbst für mich, mit Leuchtpunktvisier, Scope-Cam, Selfie-Cam und Powerbank. Und ihr könnt sie mit Drum-Mag spielen. Aber ich höre schon, Geo, genug Blabla. Packt das Ding endlich aus! An dieser Stelle vielen Dank an Sniper-S, die mir das Paket zugeschickt haben und mir die Waffe zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Und so sieht die Verpackung von außen aus. Ich drehe das mal, damit es nicht so blendet. Wir haben hier Classic Army Total Performance, das Classic Army Logo. Und hier an der Seite sehen wir PX9 0,5 Joule. Dann machen wir das Paket mal auf. Und so sieht das Ganze von innen aus. Ganz unspektakulär. Was haben wir alles drin? Ein Reinigungsstab. Wie der aussieht, wisst ihr. Und einmal von der Seite. Und nochmal so, damit ihr seht, wie lange er ist. Ein Speedloader. Der sieht so aus. Hier oben Klappe auf. BBs rein. Zumachen. Ans Magazin ansetzen. Und nachladen. Ein Midcap-Magazin. Das ist so lang. So nochmal von oben. Und so nochmal von hier. Hinten und hier nochmal von unten. Da hinten steht zwar 30 drauf, aber das Magazin fast 120 BBs. Eine Gebrauchsanleitung und wie ihr wisst, und dann das Spannendste, die Waffe selbst. Einmal hier die ganze Waffe, dann der vordere Teil etwas näher, so nochmal von vorne, der mittlere Teil etwas näher, die andere Seite mit dem Fire Selector und der hintere Teil etwas näher. Hier die Waffe von oben und hier das Ganze nochmal von unten. Die Waffe hat ein Gewicht von 1840 Gramm. Eingefahren hat sie eine Länge von 519 mm und ausgefahren eine Länge von 604 mm. Die PX9 hat 0,5 Joule, ist also ab 14 und hat, wo ist es? Full Auto. Schauen wir uns die Waffe mal von vorne nach hinten an. Vorne haben wir diesen coolen Tipp. Wenn wir den abschrauben, dann finden wir da drunter ein 14 mm Negativgewinde. Und 14 mm Negativgewinde bedeutet, wir können da einen Tracer oder einen Silencer dran machen. Mit Silencer sieht das Ganze jetzt so aus. Bam! Das sieht doch cool aus, oder? Am besten machen wir direkt das Mag rein. Und mit Mag sieht das Ganze so aus. Jetzt, wo ich das Mag gerade in der Hand habe, diese 9 mm Stick-Type Mags, die sind immer beliebter und anscheinend sind sie so populär, weil man sie besser greifen kann als M4 Mags. Dann haben wir hier das Frontside und zum Hochklappen muss man hier auf diesen Knopf drücken, zack, dann hochklappen und so sieht das Ganze hochgeklappt aus. Einmal von hier, einmal von der Seite und einmal von vorne. Wenn wir uns schon mal das Frontside anschauen, dann schauen wir uns gleich das Rearside an. Das sieht so aus und wenn ich hier auf der Seite drücke, genau wie beim Frontside, dann kann man das Rear Side auch hochklappen und hochgeklappt sieht das Ganze so aus. So von hinten und so nochmal von vorne. Und von hier, wenn beide hochgeklappt sind. Bevor ich es vergesse, schauen wir uns mal das Material an. Die PX9 besteht hauptsächlich aus Kunststoff. Schauen wir uns mal an, was aus Metall ist. Der Hebel, um den Stock zu verstellen, ist aus Metall. Der Trigger ist aus Metall. Der PDW Stock und die beiden Stäbe hier sind aus Metall. Der Fire Selector ist aus Metall und die beiden Sights sind aus Metall. Dann machen wir weiter mit der Waffe von vorne nach hinten. Wir haben oben und unten eine Picatinny Rail. Hier vorne rechts und links
haben wir auch Picatinny und hier und auf der anderen Seite haben wir ein kleines M-Lock-Element. Wenn wir hier schon die ganzen Attachment-Möglichkeiten haben, packen wir auch direkt was dran. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich damit aufs Feld gehe. Bam! Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier oben das Leuchtpunktvisier. Dann haben wir auf dieser Seite die Scope Cam. Die Scope Cam hält nur ca. 45 Minuten. Und damit sie nicht irgendwann ausgeht, habe ich hier noch eine Powerbank. Und damit ich die Waffe irgendwo hier vorne noch greifen kann, habe ich hier einen Frontgriff. Eine Sache fehlt noch. Bevor mir hier mit dem 120er Mag die Bibis ausgehen, packe ich hier noch was anderes dran. Und so sieht die Sache schon viel besser aus. Bevor die ganzen Fragen kommen, nein, das Drum Mag, das ist nicht dabei. Aber wir gucken es mal genauer an. So sieht das Drum Mag alleine aus. Und da passen insgesamt 1200 Bibis rein. Und warum knirscht die Tür? Warum, wer kommt da rein? Nix, nur gucken. Brauchst du Stuhl, willst du zugucken? Machst du Kameramann? Kamerafrau, sorry. Also wo war ich, bevor ich so liebevoll unterbrochen wurde? Das Drum Mag, das gibt es separat. Da passen 1200 Bibis rein. Wie ihr seht, ist hier vorne ein Schalter. Da kann man es an- und ausmachen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und Schalter bedeutet natürlich elektrisch. Ich zeige euch mal, wie man die Batterie einlegt. Einmal hier vorne dran drehen. Zack. Dann könnt ihr das hier abnehmen. Hier mit der Zange rein und dann das Kabel vorsichtig rausziehen. So kann ich es natürlich nicht. Ich muss da selber reingucken. Da haben wir den Anschluss und da machen wir auch gleich eine Batterie dran. Batterie ist angeschlossen und die kommt dann hier rein. Zack, dann Deckel wieder drauf und festziehen. Und ich sage euch was, beim Spielen bin ich hier öfter dran gekommen und dann ist es offen gewesen. Upsala, also Classic Army. Vielleicht wäre es besser, wenn man es ein bisschen weiter zudrehen könnte, weil so ein bisschen drehen, zack, ist es schon ab. Entweder macht man es hier mit Duct Tape nochmal fest oder man lässt das weg und klebt hier Duct Tape drüber. Das ist die Vorderseite. Das hier ist die Rückseite. Und ich musste lange suchen. Aber hier oben habe ich es dann gefunden. Könnt ihr die Klappe öffnen. Und da könnt ihr dann die Bibis reinfüllen. Dann Klappe wieder zu. Dann auf der Seite drücken. Dann werden die Bibis aufgezogen. Ich zeige euch das mal. Da sind jetzt keine Bibis drin, aber wenn da Bibis drin sind, dann macht es genau dieses Geräusch. Irgendwann fängt es dann an zu knattern und dann habt ihr genug aufgezogen und dann könnt ihr es wieder ausmachen. Steckt das Mag nochmal rein, damit wir bewundern können, wie geil es aussieht. Hier das Ganze nochmal mit Drum Mag. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel hier reinpasst. Ich brauche an einem Spieltag 3000 Schuss, das ist eine Bibiflasche. Hier passen 1200 Schuss rein. Das heißt, ich komme mit einem Drum Mag fast einen halben Tag aus. Und das Problem ist, wenn man so viele Bibis dabei hat und die Special Feature benutzt, die hier noch drin ist, dann verbraucht man natürlich ein bisschen mehr. Als nächstes schauen wir uns den Mag Release an. Der ist hier. Einmal drauf gedrückt, Drum Mag raus und Drum Mag rein. Drauf gedrückt, Drum Mag raus und Drum Mag rein. Das Design davon ist auch ganz cool, weil wenn ich hier drauf drücke, dann geht es hier vorne ein bisschen raus. Ich zeige euch das mal. Ding, ding, ding. Seht ihr das? Ob man es braucht, ich weiß es nicht, aber es ist mal was anderes. Als nächstes kommen wir zum Fire Selector. Hier steht er auf Safe. Hier haben wir Semi. Hier steht er auf Full Auto. Und da es eine 05er ist, haben wir hier auch Full Auto. Schauen wir uns noch schnell den Trigger an. Wie wir sehen, haben wir hier einen Flat Type Trigger. Und wenn wir hier den Trigger betätigen, dann merken wir schon, dass hier was anders ist. Ich mach's nochmal. Und mit anders meine ich nicht schlecht anders, sondern gut anders. Weil wenn ich den Trigger hier ziehe, dann fühlt sich das nicht mechanisch an, sondern eher wie ein Mausklick. Mehr dazu gleich, aber bevor ich abschweife, machen wir erstmal den Rest der Waffe fertig. Mit diesem Hebel können wir den Stock verstellen. Und wenn wir den Stock einmal komplett nach hinten gezogen haben, dann finden wir hier unten das Akkufach. Das Besondere an dem Akkufach ist, dass es nicht nur hier hinten aufgeht, sondern, ich zeige es euch mal, hier nach unten ziehen, nämlich der ganze Deckel löst sich. Und das ist sehr praktisch, wenn man den Akku einlegen möchte. Wie ihr seht, haben wir hier einen Metam-Stecker. Classic Army rät von der Verwendung eines 11.1ers ab, um die Internals nicht unnötig zu schonen. Um sie nicht unnötig zu belasten. Wir haben hier jetzt einen 7.4er Lipo dran. Ich stelle hier jetzt mal von Safe auf Semi. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört, aber wir haben hier ein sehr starkes Nachhallen von der Feder. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal in Full Auto an.
Feuerrate bei Vollauto gefällt mir schon mal ganz gut. Was wir hier aber noch haben, das Special Feature, was ich vorhin erwähnt habe, ich zeige es euch mal. Das ist die hier drin verbaute ECS. Das ist eine programmierbare Trigger Unit. Und zwar steht es hier jetzt gerade auf Safe, hier auf Semi und hier auf Auto, wie ihr es kennt. Ich kann das Ganze aber verstellen, damit hier zum Beispiel 3er Burst und hier Full Auto ist oder sogar 5er Burst und Full Auto. Dafür stellen wir die PX9 auf Semi, halten hier gedrückt. Dann haben wir das Geräusch. Das bedeutet Semi, das bedeutet Full Auto. Umstellen. Das hier ist Semi, das ist 3er Burst. Umstellen, das ist 3er Burst, das ist Full Auto. Dann umstellen, 5er Burst, Full Auto. Wir testen das Ganze mal. Zum Bestätigen habe ich es jetzt auf Full Auto gestellt. Wir gehen nochmal auf Semi. Da müsste jetzt 5er Burst sein. Und hier Full Auto. Ich persönlich bin eher ein Freund von Semi, aber wer 3er Burst oder sogar 5er Burst spielen möchte, der wird hiermit ziemlich glücklich. Keine Angst, Akku habe ich sicherheitshalber wieder rausgemacht. Dann schauen wir uns noch kurz die Internals an, ohne zu technisch zu werden. Wir haben hier einen 6,03 mm Tuninglauf. Wir haben hier eine V2 Gearbox mit Gears und Springguard aus Metall. Und wir haben hier das ECS, die programmierbare Trigger Unit. Aber was ist ein Waffenreview, wenn man nicht mal ein bisschen mit der Waffe schießt? Linke Seite! Turm ist raus! Turm ist raus! Ja! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Jawohl! Jawohl! Fazit zum Gewehr: Wenn ihr auf der Suche nach etwas Kompaktem, besonders für CQB seid, dann ist die PX9 genau das Richtige für euch. Ihr bekommt das schicke, kompakte Design, M-Lock, die programmierbare Trigger-Unit, einen Tuninglauf, einen stylischen PDW-Stock und die Möglichkeit, ein Drum-Mag zu benutzen. Das Ganze gibt es bei Sniper S für 198 Euro und für 79,90 Euro. Link unten in der Infobox. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach der ersten Airsoft. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Ciao, ciao! Braucht kein Mensch. Eine Anleitung braucht kein Mensch.